hey Leute, das ist kein lamer Clickbait und es gibt gewisse Dinge, über die macht man keinen Spaß. Und vorab will ich sagen, dass ich sämtliche Einnahmen von diesem Video an die Kinderkrebshilfe spenden werde. Es ist jetzt nicht unbedingt leicht, darüber zu reden, aber ich habe Krebs, so ist es nun mal jetzt hat. Ich nehme das Video auf, damit ihr irgendwie versteht, wie es mir geht, wie es weitergeht, wie es dazu gekommen ist, wobei ich nicht weiß, warum ich Krebs habe. Ich habe ihn einfach. Also ich wollte es aufnehmen, damit ihr das versteht, denn der YouTube-Algorithmus versteht es nicht, aber ihr vielleicht. Vor einigen Monaten habe ich festgestellt, ich habe irgendwie zwei verdickte Lymphknoten. Und nach diversen Arztbesuchen hat sich dann herausgestellt, dass ich Krebs habe. Ich war jetzt praktisch durchgehend die letzten Wochen oder den letzten Monat eigentlich durchgehend nur bei Ärzten, fast jeden Tag. Habe auch mittlerweile schon zwei Operationen hinter mir. Und in Kürze steht mir meine Chemotherapie bevor und ich weiß noch nicht, wie die so reinhauen wird, aber die Chancen stehen gut, dass ich das Ganze überleben werde. Also deswegen jetzt halt keine Angst haben, keine Panik. Es wird die nächsten Monate ziemlich ätzend für mich, aber sollt wissen, ich bin trotzdem auf dem besten Wege und bin in ein paar Monaten wieder fit. Das wird natürlich jetzt die nächsten paar Monate tough, aber die Chancen stehen extrem gut, dass ich das Ganze einfach überlebe und wie der Phönix aus der Asche emporsteige. Nein, nicht gut. Doch, voll gut. Ich habe mir natürlich wahnsinnig viele Dinge für 2021 vorgenommen und ja, wie wir alle wissen, Corona ist immer noch präsent. Wir haben uns das alle ganz anders vorgestellt und ich habe mir vor allem 2021 ganz anders vorgestellt. Trotzdem will ich deswegen nicht aufhören, YouTube-Videos zu produzieren, sondern gerade das wird mir helfen, da irgendwie eine Aufgabe zu finden und weiter meinen Fokus darauf zu lenken, denn das ist mir unheimlich wichtig. Die ganze Situation ist super ätzend, keine Ahnung, gerade am Anfang geht es einem wahnsinnig schlecht damit, aber man wächst da in diese Aufgabe rein und mittlerweile bin ich, denke ich, an so einem guten Punkt angekommen, wo ich merke, ich kann diese ganze Situation wirklich gut managen. Mir geht es dabei jetzt nicht mehr so schlecht, das ist jetzt einfach nur Augen zu und durch, die Aufgaben abarbeiten, einfach nur schauen, einen Schritt nach dem anderen. Und Tammy, aka Voice of Blue, ist dabei eine unfassbare Hilfe. Wir befinden uns nämlich jetzt gerade mittendrin im Umzug und wenn sie mich nicht gerade zu Arztbesuchen fährt, hat sie Wände gestrichen, Sperrmüll weggeschmissen und eigentlich gefühlt den ganzen Umzug im Alleingang gemanagt. Klar, wir haben wahnsinnig tolle Freunde, die uns da unterstützt haben, aber ja, ohne sie. Oh, Baby. Das ist bisher okay, so die Aufnahme. Ja. Und ohne sie, also ohne Tammy, könnte ich das irgendwie alles gar nicht meistern. Und ja, das sind eigentlich die guten Neuigkeiten wiederum. Wir sind jetzt umgezogen. Ich habe jetzt eigentlich ein neues Arbeitszimmer und das soll komplett so für wie ein Tonstudio hergerichtet werden, für Streaming. Also da wird doch wahnsinnig viel Arbeit reinfließen und ich glaube, das wird uns beide in den nächsten Monaten extrem beschäftigen und immer wenn ich Energie habe und Kraft habe, dann werde ich auf jeden Fall auch wieder an Videos arbeiten, vielleicht sogar streamen. Ich kann es nur jetzt noch nicht sagen, wie die Chemotherapie läuft, wie es mir dabei geht, aber ich habe auf jeden Fall diesen Drang, diesen Willen, da einfach weiterzumachen, weil das ist eine Sache, die ich einfach liebe. An der Stelle möchte ich noch ein unfassbar großes Danke an meine ganzen Patrons, wie auch immer man es ausspricht, ich weiß es immer noch nicht. Auf jeden Fall will ich einfach ein fettes Danke an die aussprechen, denn die wissen schon seit einem Monat Bescheid und unterstützen mich immer noch finanziell, obwohl ich nicht in der Lage war, einfach weil ich bei Ärzten war, weil ich operiert wurde, nicht in der Lage war, praktisch die Rewards für Patreon abzuliefern. Und selbst jetzt im neuen Monat fast alle Patrons eigentlich da geblieben sind und mich weiterhin unterstützen, denn wenn man Krebs hat, dann ist finanzielle Sicherheit, damit, dass man sich da keine Gedanken machen muss, ein unfassbar wichtiger Faktor, weil man muss sich darauf konzentrieren, gesund zu werden. Es ist psychisch, es ist ganz viel und naja, nicht aufs Geld achten zu müssen, ist halt ein extrem wichtiger Faktor, deswegen können Worte eigentlich gar nicht beschreiben, wie dankbar ich wirklich meinen Patrons bin. Ah.
So, jetzt eigentlich nur kurz und knackig, wie es weitergeht. Ich werde einfach, wie gesagt, schauen, dass ich wieder, wenn ich Energie habe, Kurs aufnehme, wieder Videos produziere. Nur damit ihr jetzt versteht, warum ich jetzt vielleicht gerade nicht ein neues Video raushaue oder vielleicht kein neues, lustiges Video raushaue. Aber sobald ich Zeit und Energie habe, will ich trotzdem die Dinge, die ich mir vorgenommen habe, dieses Jahr umsetzen. Das dauert jetzt einfach nur alles ein bisschen länger. Es ist halt einfach jetzt ein steiniger Weg. Aber ich will immer noch mein Redboy-Projekt umsetzen. Ich will immer noch diverse Geheimprojekte und Videos, die ich mir vorgenommen habe, umsetzen. Und ja, hoffe, ihr schaut einfach weiter meine Videos. Keine Angst, es wird jetzt nicht weiter irgendwelche Krebs-Videos geben oder so weiter. Denn ich will trotzdem, dass dieser Kanal trotz all dem und wie die Situation ist, einfach immer für gute Laune und Freude steht. Und ja, deswegen kann ich ja nur sagen, ich werde das Ganze durchstehen. Das wird nicht easy, aber ich werde es packen. Und deswegen in diesem Sinne, bleibt gesund, Leute. Ja, over and out.